Ich freue mich schon drauf, wenn ich bald endlich moderne PC-Spiele streamen kann, schreibt der Cludo. Ich bin auch gerade dabei, aber das kann noch Monate, das dauert auch garantiert noch ein paar Monate, dass ich einen ordentlichen Rechner mir zusammenstelle und kaufe. Aber wirklich, wirklich ordentlich. Also, ich will da dann auch keine Kompromisse mehr eingehen. Das muss einfach ein fettes Arbeitstier sein. Mit ordentlich Prozessorleistung, ordentlich Arbeitsspeicher. Einfach wirklich so ein Working Horse, mit dem ich dann eben ohne Probleme streamen und Video verarbeiten und so weiter kann. Dann kann ich nämlich auch problemlos vom PC streamen. Weil einfach mein Zweit-PC, den ich jetzt benutze, einfach nicht stark genug ist, dass mich NPCs hier ernsthaft blockieren, dass ich in guter Qualität einigermaßen vernünftig streamen kann. Das geht einfach nicht. Aber vielleicht bald. Wer weiß. Ah, wisst ihr was, Metatron, fehlende Playlists oder Playlists, die nicht richtig sortiert sind oder sowas, schreibt mir das bitte im Discord in den Feedback-Thread unter Feedback rein, weil sonst merke ich mir das, das vergesse ich dann immer nach dem Stream, was mir da geschrieben wurde. Das will ich sowieso vielleicht auch mal in einem eigenen Video ansprechen, wenn irgendwie, weil ich habe bei den Playlists einfach keinen Überblick mehr, wenn irgendwer was vermisst, muss man das irgendwo mal zusammentragen. Am besten. Ach ja, genau, einen Boden wollten wir uns aussuchen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ein schöner Boden. Hier, Teppichboden. Vielleicht gibt es ja einen guten. Die sind alle gleich blau. Alle gleich blau leuchtend. Komisch, komisch. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Also ich meine jetzt unten, ich schaue mir unten die Bilder gerade an. Und irgendwie... Ach so, weil die doppelt sind, ich verstehe. Die gibt's, die sehen wirklich gleich aus. Die gibt's einmal in flach und in doppeldick. Deswegen, alles klar. Baust ihn dir dann zusammen, weil da kann man ja auch gut Geld sparen. Ich glaube, ich baue den vorsichtshalber lieber nicht selber zusammen, aber ich lasse mir den auf so Seiten, die den dann auch für ein paar Euro Aufpreis zusammenbauen, zusammenstellen, zusammenbauen. Also ich suche mir die Teile quasi schon einzeln, aber lasse mir den dann gleich von denen zusammenstecken, bevor die den verschicken. Weil das sind dann irgendwie teilweise 20, 30 Euro Aufpreis, die die verlangen fürs Zusammenstecken der Teile. Das kann man schon machen, finde ich. Wenn man irgendwie 3000 Euro für seinen Rechner ausgibt, dann kann man die 30 da auch noch reinstecken. Und dafür garantieren die dann, dass auch alles funktioniert und man muss nicht irgendwie wegen irgendwelchen Kabeln oder irgendwas nochmal bestellen, weil irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, ich nehme den Boden, weil... Why not? Was ist denn, was passiert denn? Kann ich? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich jetzt hier den Boden einfach hinlege, dann wird's den müssen wir schon reinglitschen. Nee, es geht sowieso nicht. Ich dachte, naja, man kann schon noch hier dann stehen, aber es wird schon eng. Aber vor allem funktioniert es eh nicht so, wie ich das gern gehabt hätte. Dass ich die einfach schön irgendwie passend aneinander richtig stecken kann, quasi. Müssen wir eh glitschen. Dann machen wir das auch. Hallo, Lucario. Ja, basiert auf einer wahren Begebenheit, ganz genau. Cool, da kann man den Boden, ich hoffe, dass der Boden dann auch einigermaßen eben ist, weil dann kann man den hier wirklich sehr flach verlegen. Das wär cool, das wäre praktisch. Jetzt schaue ich mal, ob der Boden vielleicht kooperativ ist und dass sie, wenn die Teile aneinander snappen, obwohl die im Boden versunken sind, wäre es natürlich ganz toll, aber wahrscheinlich leider nicht. So wie ich meinen Editor hier kenne. Nee, natürlich nicht. Na gut.
Dann müssen wir es auf die umständliche und schwierige und im Endergebnis leider meistens nicht ganz so saubere Methode machen. Aber es hilft ja nichts. Okay, na das passt doch. Ich muss ganz kurz gucken, ob die hinten rausstehen, aber ich glaube eigentlich nicht. Passt. Okay, dann werde ich ja mal alles mit Böden zuspammen, die wir dann alle da reinglitschen. Das dauert ein bisschen. Genau, wir renovieren quasi dieses Sanctuary-Haus. Ich hatte ursprünglich vor, alle Sanctuary-Häuser zu renovieren. Aber nachdem ich jetzt, glaube ich, ungefähr für das da. Ich weiß, wie viele Folgen haben wir auf YouTube jetzt? Sechs, oder? Sechs Folgen, jeweils eine Stunde oder sowas. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier ungefähr so zwischen, weiß ich nicht mehr, 7 und 10 Stunden beschäftigt, dieses Haus hier zu restaurieren. Und deswegen werde ich nach dem Haus wahrscheinlich eher ein neues Projekt anfangen. Aber grundsätzlich, genau, versuche ich das Haus zu renovieren. So umständlich und klobig wie möglich. Das ist der Plan. Ach, verdammt nochmal, was mache ich denn? Und auf der PS4 ist es noch viel umständlicher, weil es keinen echten Place Anywhere Mod gibt, sondern nur diesen Workaround mit dem Stempen. Aber das macht irgendwie auch den Charme aus von dieser Restauration, dass es chaotisch ist und im Endeffekt dann furchtbar aussehen wird. Das ist der Plan. Aber die Teppiche wegen ihrem komischen, chaotischen Muster, die glitschen wunderschön ineinander. Da sieht man kaum die Übergänge. Das ist super. Das ist wenigstens gut. Das erste Gute in diesem Chaos, das wir bis jetzt hier fabriziert haben. Das erste Mal, dass was besser funktioniert, als ich dachte. Und nicht andersrum. Wie schief. Man merkt, so im Spiel merkt man das gar nicht. Aber jetzt hier im Editor merkt man, wie wahnsinnig schief diese Gebäude hier in Sanctuary sind. Das ist irre. Ich muss jetzt den Teppich hier wirklich leider auch ein bisschen nach unten verlegen. Dann haben wir zwar da hinten wieder eine Kante, aber sonst schwebt der Teppich Richtung Tür irgendwann super hoch. Das ist dann auch doof. Ja, hilft nix. Da. Ja, ich meine, im Vanilla-Spiel habe ich das auch gemacht. Da habe ich natürlich einfach die Gebäude. Also Vanilla geht das ja gar nicht, aber oder? Doch, ich glaube schon. Habe ich natürlich auch einfach die Häuser abgerissen und eigene Häuser gebaut. Aber das war ja nicht Sinn dieser. Das war nicht Sinn dieses Let's Build hier. So kann's ja jeder. Es ging ja eben darum, dass wir möglichst versuchen, hier Sanctuary zu restaurieren und nicht einfach neu zu bauen. Sodass das Alte im Kern noch erhalten bleibt, nur eben wieder auf. Frisch gestrichen. Ein Name wie des Windes klang. Wo ist der Boden hin? Okay, ja gut. So kann ich. Das geht. Damit können wir arbeiten. Stops, stop, bops, tops, bops. Sorry, wie geht's? Vanilla geht das nicht, die abzureißen. Wirklich nicht? Ich dachte, die Häuser kann man abreißen.
Doch, kann man. Nee, warte mal. Vielleicht hast du recht, nur diese eingestürzten, die komplett kaputt sind, kann man abreißen. Ich kann mich nämlich erinnern, auch in meinem ersten Playthrough auf diesen Podesten gebaut zu haben. Aber gut möglich, dass man die Häuser hier eben nicht abreißen kann. Das stimmt, das kann gut sein, ja. Ach Quatsch, ich muss ja wieder glitschen mit dem Glitchstein. Moment mal, ich hatte die mit dem Glitchstempen. Dann hat das gerade irgendwie nicht so ganz funktioniert. Das war gerade ein bisschen komisch. So, jetzt. Immer diese Glitchstempen. Tja. So. Irgendwie der Boden verhält sich komisch, aber okay. Den kriegen wir schon irgendwie hin. So, das wird jetzt eine längere Arbeit. Oh mein Gott, das hasse ich jetzt schon. Ah, ich muss den sowieso nochmal neu verlegen. Aber dass sich das nicht ausgeht, hasse ich jetzt schon, weil das heißt, dass wir dann nochmal irgendwie zwei Teppiche ineinander glitschen müssen. Oder wir stellen da irgendwie ganz viel Möbel und Regale hin, dass man es nicht merkt. Das könnten wir theoretisch auch machen, aber den muss ich nochmal neu platzieren. Trotzdem wird das mit den Teppichen jetzt eine längere Fummelarbeit. Mir fällt gerade nichts ein, über das man reden könnte. Was gibt es denn aktuell so? Videospieltechnisch. Weiß nicht, in Animal Crossing kann man seit heute tauchen. Das ist ganz nett. Das ist ein nettes Feature. Nicht weltbewegend, aber kann man Meeresfrüchte vom Meeresboden sammeln. Und die auch ans Museum spenden. Finde ich immer schön, sowas. So ein Update hätte ich gern einfach jeden Monat für Animal Crossing. Dann fände ich das gut. Weil irgendwie letzten Monat war jetzt irgendwie so ein komischer Hochzeitsevent. Und da haben die beiden Animal Crossing Lamas geheiratet. Und dann konnte man jeden Tag ein Hochzeitsfoto irgendwie arrangieren und schießen. Und hat dafür irgendwie so Süßigkeiten bekommen, für die man... Oder so Kristalle, für die man Möbel kaufen konnte. Hochzeitsmöbel. Und das fand ich super lame. Ich meine, das mag dem einen oder anderen Spaß machen, so Hochzeitsfotos zu arrangieren. Warum nicht? Aber ich fand super lame. Da ist mir das Tauchen und Meeresfrüchte sammeln jetzt schon wesentlich lieber. Davon hätte ich gern lieber mehr Features, mehr Updates und eher weniger Hochzeitsfotos für Lamas schießen. Beim ersten Mal war es noch witzig, aber theoretisch konnte man das jetzt quasi 30 Mal machen. Da wird es ein bisschen langweilig dann hinten raus. Naja. Hab nach Fallout 4 gespielt, als es keine Mods gab. Ja, ja, genau. Ich ja auch. Mein erster Playthrough damals. Der war ja noch quasi... Das war ja noch, bevor ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Oder auch Twitch hier. Egal. Überhaupt mit irgendwas zu veröffentlichen. Beziehungsweise... Genau, vor... Ziemlich genau 4 Jahren müsste dann das gewesen sein, dass die DLCs erschienen. Und da habe ich angefangen, Videos zu machen. So richtig. Da ging's los mit Landsquid Bird Rider. Die Far Harbor Mods waren dann das erste, DLCs. Wann dann das erste richtige... Ne, das stimmt nicht ganz. Ich habe davor mit Merlin zusammen schon Resident Evil Let's Play gemacht und Nier Let's Play, aber das waren halt... Das war halt noch ganz was anderes. In Quantität und bei Resident Evil auch an Qualität. Da hatten wir noch furchtbare Mikrofone. Kann man aber noch auf dem Kanal finden, wenn man ein bisschen gräbt. Das Remake vom ersten Resident Evil haben wir da gespielt mit furchtbarer Soundqualität. Also gerade das erste Video aus der Reihe, das kann man sich gar nicht mehr anhören. Hab mal versucht, das zu remastern quasi. Aber das ist... Nee. Nee.
früher fand ich Animal Crossing besser. Ich habe nur, also so richtig zumindest, habe ich nur das erste auf dem GameCube gespielt. Bei uns im Westen zumindest. Und dann eigentlich nur noch reingeschnuppert bis jetzt eben. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich cool. Ich kann mir vorstellen, wenn man immer alle Animal Crossings gespielt hat, dass es dann vielleicht gerade am Anfang ein bisschen wenig neue Features gab, außer das Crafting-System. Vor allem, weil ja im Vergleich zum Vorgänger viel fehlt, bis jetzt immer noch, was wahrscheinlich, so wie es aussieht, nach und nach mit Updates nachgeliefert wird. Aber, ja, ich vermisse einen Mega-Nuke, Mensch. Wann kommt denn endlich mal ein Update, ein Mega-Nuke? Ich will endlich, dass der Laden 24 Stunden offen hat. Mich nervt das. Ich spiele hauptsächlich nachts. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, großartig tagsüber zu spielen, privat. Deswegen bin ich manchmal, ich bin froh, wenn ich um 9 oder 9:30 noch schnell zu Nuke laufen kann, um noch schnell was zu verkaufen, in der Regel. Das finde ich furchtbar nervig. Okay, fertig. Möblieren wir den Scheiß hier. Ursprünglich war hier im Eck eine Küche, ne? Eigentlich. Also ursprünglich ist hier quasi im Eck, ist das hier die Wohnküche. Badezimmer. Ist hier nicht im Spiel, im Hauptspiel ist doch hier irgendwo eine Abstellkammer, ne? Ist jetzt hier gar nicht so richtig. Aber ich weiß eh nicht, ob ich unbedingt nachempfinden will, was eigentlich... Ich meine, die Räume müssen wir auch noch schön machen. Ich habe jetzt nur mal die Wohnküche hier quasi schön unter Anführungsstrichen gemacht. Anders habe ich sie gemacht, auf jeden Fall. Naja. Ich spiele stattdessen Stardew Valley auf PS4. Stardew Valley habe ich auch lange gespielt. Das habe ich im Grunde ganz oft gestartet und zweimal habe ich es länger gespielt. Einmal alleine und einmal mit Merlin zusammen. Das ist schon cool. Stardew Valley ist super. Das ist halt quasi Harvest Moon. Da Harvest Moon halt irgendwie nicht mehr gut ist, hat Stardew Valley diese Lücke echt gut gefüllt. So, jetzt können wir uns erstmal durch die unendlichen Mengen der Möbelstücke wühlen, die dieser Unlock Settlement Object Mod hier eingeführt hat. Kitchen, hier gibt's Küchenmöbel. Theoretisch könnten wir hier auch tatsächlich eine Küche hinbauen. Die ist ein bisschen rostig und kaputt. Gibt's die auch in weniger rostig und weniger kaputt? Aha! Shiny! Aber was ist denn das da am Eck? Da fehlt irgendwas. Die Kochplatte ist da auch nicht dabei. Ah, da muss man mal gucken. Und oben glitscht das sowieso irgendwie ganz stark in die Decke. Aber theoretisch gibt's... Ah ja, hier gibt's auch noch mehr Küchenzeilen. Kühlschrank, genau. Kühlschrank gehört da noch hin. Machen wir, würde ich sagen. Das machen wir. Bauen wir eine Küche rein. Wenn es schon diese fancy Riesenküche gibt hier, glitschen wir die da ins Eck. Und glitschen dann noch Kühlschränke und andere Teile rein. Warum nicht? Stardew Valley ist ein ideales Switch-Spiel. Immer gut für eine Runde unterwegs. Ja, das kann ich mir vorstellen. Stell doch deine Uhr auf der Switch um. Ja, ich habe drüber nachgedacht. Ich habe das am Anfang bei Animal Crossing ein paar Mal gemacht, weil am Anfang dauert einfach alles ewig, ey. Man muss irgendwie 2 Wochen lang spielen, bis man einfach mal seinen Laden und sein Museum und sein ganzes Zeug hat. Das hat mich genervt. Da habe ich öfter mal Zeitreisen gemacht, damit ich das Gefühl hatte, endlich mal anfangen können, richtig zu spielen, so ein bisschen. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Deswegen habe ich das seitdem nicht mehr gemacht. Ich will das eigentlich in Echtzeit spielen. Deswegen nehme ich das in Kauf, dass ich oft versäume,
dass ich noch einkaufen kann. Beziehungsweise die Rübenfrau, die immer sonntags kommt, die verpasse ich quasi jeden Sonntag. Das kann ich eigentlich vergessen, dass ich da vor 12, sonntags vor 12, spinn die. Das ist eine Unverschämtheit. Ach ja, genau. Ich glaube, ich mache hier so eine Theke hin, oder? Nee, die ist zu... Nee, irgendwie sieht das doof aus. Aber einen Kühlschrank brauchen wir auf jeden Fall mal hier noch ins Eck. Und was wir dahin machen, weiß ich jetzt gar nicht. Was gehören da eigentlich hin? Ich meine, ich dachte ursprünglich wahrscheinlich eine Herdplatte, aber das ist die Geschirrspülmaschine, denke ich. Ich weiß nicht, warum da oben so ein Viereck frei ist. Müssen wir irgendwie verstecken. Aber hier kann man wunderbar in den Kühlschrank rein. Glitschen dann wenigstens, wenn schon nicht schieben. Ah, aha, ja, okay, genau. Passt jetzt nicht rein, aber ich glaube, den nehmen wir wahrscheinlich. Ah, es gäbe auch... Machen wir das. Schauen wir mal, ob wir die Tür gleich dran splötschen können. Nee, die will nicht dran gesplötscht werden. Da müssen wir glitschen. Wenn nicht splötschen, dann halt glötschen. So ist das halt. Müssen wir kurz wieder den Chip aufholen. Dann stellt auch permanent die Uhr dann das Switch um. Ich hab drüber nachgedacht, aber das will ich eben auch nicht machen. Verzeihung. Mach's gut mit der Tran. Ciao, gute Nacht. Darf ich dir einen Mod empfehlen? Place Everything. Lässt einem nochmal mehr Siedlungsobjekte bauen. Place Everything. Den kenne ich nicht. Aber Unlock Settlement Objects. Also da auf der PS4 geht eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr, weil der wirklich so ziemlich alle Objekte, die es gibt inzwischen, so nach und nach hinzugefügt hat. Weil man kann ja auf der PS4 quasi nichts Neues einfügen, was nicht im Hauptspiel ist. Und Unlock Settlement Object hat, glaube ich, wirklich alles eingefügt, was überhaupt irgendwie möglich ist. So ziemlich. Leider, dadurch, dass man Fallout 76 nicht modden kann, ist mir halt einfach die Bauleiste viel zu klein. Ich finde das echt ein bisschen schade. Ich hätte echt auch gerne, also da hätte ich auch Bock gehabt. Da hätte mich auch Fallout 76 viel länger motivieren können, wenn man mehr bauen könnte. Aber so richtig, nicht so, wie ich mir das vorstelle zumindest. So, wie ich mir das vorstelle, geht es halt leider nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ist da... Ah, ein Spülbecken ist da drin normalerweise. Okay. Gibt's, finde ich, irgendwo ein Spülbecken, dass wir da so reinglitschen können. Vielleicht. Nur ein Spülbecken, ohne irgendwas am besten. Ha, keine Ahnung. Wartet mal, Hilfe, der Chat eskaliert. Genau, in die Leere gehören Spülbecken, schreibt mir auch Mr. Hawkeye gerade. Genau, habe ich auch gerade gecheckt. Keine Ahnung, wo Nexus-Mods die Mods hinspeichert. Da, wo du sie hin runtergeladen hast, normalerweise, oder? Ah. Gibt's den wirklich, Clodo? Den Deadpool-Spielzeugkopf? Der
Weil ich habe den gesehen und war mir nicht sicher, ob das echt ist oder ein Scherz. Und habe dann weiter gescrollt. So sehr hat es mich nicht interessiert. Naja, doch Place Everything kann man auch Autobahnen und große Mr. Handys bauen. Ich meine, hier gibt es Vorkriegsgebäude. Ob es Autobahnen gibt, weiß ich nicht sicher. OC Decorator ist auch ein guter Mod, mit dem kann man nämlich alle kleinen Objekte, die man im Inventar hat, so Teller und Tassen und sowas, aus seinem Inventar wie feste Objekte platzieren. Die haben dann keine Physik mehr und können nicht dauernd von irgendwelchen NPCs runtergeworfen werden. Das ist super, wenn man dekorieren will. Sehr zu empfehlen, der OC Decorator. Ich hab's gerade auf YouTube gesehen, scheint vorbestellbar zu sein. Gibt's den also wirklich? Na dann. Hallo Krampfklamm, wie geht's? Genau, dadurch, dass letzte Woche die Folgen ausgefallen sind oder ich nicht mehr dazugekommen bin, die Let's Build-Folgen, machen wir heute einen längeren Stream, in dem wir die Let's Build-Folgen von letzter und dieser Woche vereinen. Lasst uns die Folgen vereinen. So, das ist jetzt echt doof, dass es kein Waschbecken einzeln gibt. Das ist ein bisschen schade. Jetzt werde ich Folgendes versuchen. Das klingt irre und es könnte uns vermutlich alle umbringen. Wird es vermutlich auch. Aber ich versuche jetzt das Waschbecken hier in das andere so rein zu glitschen. Das ist aber echt komisch, dass da das Waschbecken fehlt. Wirklich komisch. Naja, schauen wir mal. OC Decorator und USO sind das kleine 1x1 der Fallout-Mods. Das stimmt. Zumindest auf der PS4 sind das die beiden unverzichtbaren Mods, wenn man bauen will. Finde ich. Ah, verdammt. Das haut nicht so hin, wie ich das gern hätte, weil die Wand zu weit reinsteht. Ich kann das schon so machen. Aber das sieht irgendwie bekloppt aus. Naja, ich lasse es mal bekloppt. Lieber bekloppt als so ein komisches Glitschloch. Wobei, ja, weiß ich auch, bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ah, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe nur die Treppe verschoben, oder? Okay, kein Problem. So, Kitchen, Laundry, machen wir einfach mal. Es gibt bestimmt auch... Genau, Regale. Ich würde nämlich gern die Regale, die eigentlich in die Wand eingebaut sind, hier quasi wieder so ein bisschen wenigstens quasi durch richtige Regale darstellen. Oh, das ist schon besser. Was haben wir denn hier? Achso, viel zu groß. Okay, nehmen wir einfach die Standardregale. Mit einer schönen Textur. Ja, hier, das sieht ein bisschen, hat ein bisschen... Obwohl, das sieht schon am neuesten aus. Sieht auch am langweiligsten aus. Aber wenigstens neu. Muss mal schauen. Wahrscheinlich muss ich das wieder glitschen, oder? Da ist ja... Naja... Ich nehme einen Glitch-Stempel. Das wird leichter. Sonst wird das nichts. Okay, passt. Ich war mir nicht sicher, ob das Regal nicht den Eingang blockiert. Ah, das geht schon. Fürs Erste ist das okay. So.
Ah, das geht sogar, dass man eigene Maps macht. Ich habe mal sogar auf der PS4 Mods gesehen, die eigene Gebiete erstellt haben. Aber auf der PS4 natürlich alles sehr begrenzt. Man kann halt Gebäude und Gegner platzieren. Sehr viel mehr ist nicht möglich. Aber ich warte eigentlich immer noch auf dem PC für Fallout 4 auf die Total Conversions, die ganz neuen Spiele quasi, die jetzt halt alle erst für Fallout 3 und New Vegas rauskommen, weil das halt einfach riesen Mammutprojekte sind. Aber ja, da bin ich gespannt drauf, was da für Fallout 4 noch so gemacht wird und aktuell in Mache ist, in Arbeit ist. Und vor allem, was davon tatsächlich fertig wird. Man hat ja schon von vielen Projekten gehört, aber die meisten großen Mod-Projekte verschwinden meistens einfach irgendwo auf halbem Weg. Weil es einfach eben über Jahre hinweg Riesenprojekte sind, die irgendwelche Privatpersonen nebenbei machen. Da ist es natürlich immer so eine Sache. Immer so eine Sache. Ja, genau, gibt es auch für PlayStation 4 eben die Workbench Anywhere, glaube ich, heißt der. Das ist wirklich auch cool, dass man überall dann bauen kann. Dann kann man überall, wie eine Granate, wirft man dann quasi eine Werkbank und um diese Werkbank rum kann man dann quasi überall bauen. Der Mod funktioniert irgendwie nicht hundertprozentig überall. Weiß nicht genau, da gibt es ein paar komische Limitationen, aber grundsätzlich ist das schon super. Kann man sich halt auch irgendwie in den Sümpfen und sonst irgendwo im Outback, wo man eigentlich nicht bauen sollte, seine eigenen... Was ist denn hier mit dem Zaun? Ist das wirklich, habe ich das so standardmäßig gehabt anscheinend? Naja, okay. Ich verliere gerade die Motivation, an dem Haus zu bauen. Carla, was machen wir denn jetzt? Ich baue trotzdem weiter. Wir machen das jetzt. Ach ja, hier die ersten Experimente. Da dachte ich mir noch, oh, das könnte voll gut werden, wenn das fertig ist. Und jetzt guckt es euch an. Hey, Dankeschön für die Bits, Cranksam. Yay! Das Glas wird gefüllt. Wartet mal kurz. Ich find's leider gerade nicht. Wegen der Katzen-OP ist alles ein bisschen anders aufgebaut bei mir heute, deswegen habe ich auch nur einen Bildschirm an und so weiter. Ah, ich hab's gefunden. Ja! Give him the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Dankeschön. Coolio. So, ich muss den Chat mal wieder ein bisschen aufholen. Ja, das ist das Problem halt leider. Ich habe ja auch im ersten Teil der neuen Let's Build-Reihe, bevor wir angefangen haben, Sanctuary zu renovieren, habe ich eigentlich nur versucht, alte Baustellen von mir zu besuchen. Und bei den meisten stürzt das Spiel halt einfach sofort ab, wenn ich nur in die Nähe gehe. Yay, dankeschön nochmals. Die Bits, das Glas geht über. Oh, die fallen schon gar nicht mehr rein. Die fallen gleich sonst wohin. Cool, danke. Das Glas ist jetzt auch so schön in mehreren Schichten befüllt. Wunderbar. Die Vault, ey, wenn das gehen würde, dass ich in Vault 88 weiterbaue, das wäre das aller coolste. Aber wenn ich nur in die Nähe der Vault gehe, explodiert halt die PlayStation. Das ist halt echt schade. Echt doof. Kann man halt nichts machen. Ja, aber genau, wie gesagt, bin gespannt, wie das dann auf der PS5 ist. Wenn die PS5 da ist und die abwärtskompatibel eben ist und ich da, dann muss ich aber doch die mit Laufwerk kaufen wahrscheinlich, ne? Meine Pläne, Geld zu sparen, indem ich die ohne Laufwerk kaufe, sind schon wieder dahin damit. Aber wenn das dann funktioniert, könnte man vielleicht tatsächlich weiterbauen an der Vault. Und das wäre cool. Da habe ich im Grunde 100 offene Baustellen, die ich nie beendet habe. Das wäre super.
Wo sind denn Sessel? Ach, hier Chairs vielleicht. Die können wir nachher noch schöner arrangieren. Ich will nur mal ein bisschen Teile raussuchen, die wir vielleicht danach gleich noch brauchen. Hallo Hyperion, wie geht's? Ha, hab doch letzte Woche, war's letzte Woche oder so, haben wir erst noch Borderlands gespielt. Borderlands 2 damals. Damals, letzte Woche. Kann mich kaum noch erinnern. Lange ist es her. Bis wann? Ich bin mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich auf jeden Fall bis 12. Bis Mitternacht. Geisterstunde. Vielleicht auch länger. Aber ich bin mir nicht sicher. So, gibt es eine eigene Kategorie für einen Tisch? Ja, im Grunde brauchen wir schon auch fast einen Esstisch, oder? Das ist der Tisch, der in The Den steht. Ist es The Den? Ich glaube schon. Dieses Gedankenausles-Ding mit allen möglichen Texturen, die es im Spiel so gibt. Schön. Achso, da oben. Warum schwebt denn der da oben in der Decke rum? Du sollst bitte, meine Güte, die Tische in dem Spiel. Der Editor in dem Spiel. Furchtbar. Tisch, warum? Warum glitschst du denn immer unter die Decke? Hör doch auf mit dem Blödsinn. Wisst ihr was? Ich stell den jetzt hier hin, ans Fenster direkt. Dann können wir einfach Stühle dran stellen und fertig. Sind hier auch Stühle dabei bei den Couchen? Stuhl? Nee, ich brauche doch eher Chairs, aber normale, nicht solche Sofa-Chairs. Genau, solche Chairs eher. Nehmen wir die einfach. Genau. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Das wird doch echt ganz schön von innen zumindest. Ja, ich habe mir schon gedacht, mit genug Dekoration kann man von ganz viel ablenken. Wie gesagt, außen haben die Büsche und so, die Hecken und die Sträucher auch Wunder gewirkt. Wenn man nur hier noch irgendwas machen könnte, was so ein bisschen davon ablenkt, dass hier einfach nur so hässliche blaue Kacheln überall sind. Aber ich weiß nicht, was man außen aufhängen könnte, großartig. Ich meine, wir sind hier in den USA, man könnte wahrscheinlich eine Stars and Stripes Banner Flagge aufhängen oder irgendwie so ein Blödsinn. Aber keine Ahnung. Ein Thron. Ein Institut-Thron. Desk, Container, Display. Was haben wir denn für Displays? Nee, brauchen wir nicht. Ich schaue nur gerade so ein bisschen die Möbel durch, die es hier noch so theoretisch geben würde und ob man irgendwas davon braucht. Ich hätte ja schon gern hier noch irgendwie so ein Küchendingens, aber irgendwie blockiert das dann die andere Küche so. Ich weiß nicht genau, ob ich das gut finde. Das finde ich eigentlich schon gar nicht schlecht. Vielleicht, wenn ich es ein bisschen in den Boden glitsche, damit es niedriger ist. Das versuche ich mal. Ich glaube, der ist ein bisschen zu lang auch.
Und schief ist es auch noch. Und weg damit. So. Nee, keine Ahnung. Vielleicht lasse ich es dann erstmal zumindest. Wo ist denn der Fernseher? Ist viel wichtiger als hier irgendwo. Stimmt eigentlich, wo ist denn der Fernseher? Wo gibt es denn Fernseher? Ein Kamin? Kamin ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich stopfe den dann hier rein. Okay, mal schauen. So. Kann mir wer noch Einrichtungsmods empfehlen? Auf welchem System denn? Ein Pranger für Preston geht immer. Memory Den meine ich, genau. Ja, ich habe es wirklich versucht, die Vault nochmal zu betreten, aber es geht einfach leider nicht. Es geht einfach leider nicht. Ich habe ja vor der Vault schon den großen Vorhof gebaut. Der ist schon schwer. Schwierig, aber richtig die Vault betreten. Wisst ihr was, das versuchen wir jetzt. Ich speichere jetzt und dann versuchen wir es. Ich habe gerade eh nicht mehr die Motivation, hier weiter zu bauen. Aber wir dekorieren das schon noch, aber... Ach, wisst ihr was, ich kann nicht speichern, weil ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Ich hasse Fallout 4 manchmal so sehr, weil ich schon wieder die maximale Anzahl der Safe Games erreicht habe, glaube ich, ne? Ja, genau. Warum gibt es überhaupt eine maximale Anzahl? Und was? So viele Fragen. Was soll das? Und warum kann ich nicht einfach Safe Games löschen? So, warte mal. Warte. Kann ich, wenn ich hier auf Speichern gehe, löschen? Nee, ich muss auf Laden gehen. Und dann auf Löschen. Okay. Und warum muss ich jetzt einzeln Safe Games löschen? Es ist einfach echt furchtbar. Ich finde das echt so bescheuert. Aber ich habe gerade eine Idee. Vielleicht finde ich ein älteres Safe Game, in dem ich in der Vault gespeichert habe. Dann könnte man versuchen, das zu laden. Barry der Barbar, nee. Falsche Vault. So viel Safe Games. Okay, ein paar gelöscht. Hoffentlich genug, dass ich wieder speichern kann. Weil komischerweise ist es nicht so, dass man eins löscht und dann kann man wieder speichern. Manchmal ist man scheinbar sehr weit über die Grenze drüber. Und vor allem kann ich nicht mal alte Safe Games überschreiben. Dann sagt es mir trotzdem, nein, du hast keinen Platz mehr. Du kannst nichts überschreiben. Was soll denn das bitte? Ich überschreibe doch gerade ein Safe Game. Da verschwindet doch eins dadurch. Was soll das? Nee, ich hab angeblich habe ich immer noch zu viel Speicherstände. Das ist richtig, richtig, richtig schlecht. Ich kann schnell speichern. Das funktioniert komischerweise immer. Es ist einfach echt kaputt. So viel an dem Spiel ist so kaputt. So kaputt. Ja, es geht schon. Dadurch, dass die eigentlich nach Charaktere sortiert sind, die Safe Games, geht's eigentlich.